Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier bei Elgrad. Ja, ich wünsche euch allen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Ja, wir mähen hier weiter Gras und wir haben hier auch bald Winter, ne? Also heute noch. Und ab Dezember meldet er hier Schnee. Ist natürlich jetzt für mich ungünstig, ich bin ja dieser Zeitdruck. Ich möchte ja noch mit Gras pressen und ja, wenn möglich von der Wiese runterfahren. Bergaufbau war ziemlich lange. Dass irgendwann mal die Entscheidung leicht fallen, mir einen Traktor zu kaufen. Das Problem ist zurzeit, dass wir es nicht leisten können. Ne? Dann wäre das Geld wieder weg, was wir uns verdient haben. Durch Ballenverkauf. Ich hoffe ja, dass wir da noch entsprechend pressen können und dann entsprechend verkaufen können. Das sind sie vielleicht eine eigene BGH leisten können. Das ist ja wollte eigentlich da oben gehen. Ne? Ich muss hier gleich mal die Schränke nach links machen. Ich habe hier einen Vorgewände, würde ich nicht machen. Mehr das hier, das war das vierte. Hier dann insgesamt. Das Gras ist vom letzten Mal, was da quer liegt. Und das spannet er halt nicht, das ist halt ein bisschen blöd. Und besser wäre ja, man hätte dann einen Haufen, ne? Schau mal, also dann kriegen wir jetzt die zwei Vorgewände oder drei jetzt da oben fertig kriegen. Also vielleicht kann ich mir im Winter vorstellen, ein paar Bäume zu fällen. Ne? Muss man sehen. Ein Harvester kostet ja auch nicht gerade wenig, aber Aufladen machen soll. Holztransporter aufzuladen, das ist nicht ohne. Und was noch hinzukommt, ich muss auch, na gut, abladen muss ich vielleicht nicht. Kann man vielleicht direkt verkaufen. Ja. So. Und das. Muss ja jeden Meter mitnehmen, das ist ja auch nichts, das können wir nicht verschenken. Ne? Schön wäre die große BGH, da hätten wir es geschafft, dann hätten wir das ganze Gras im Einschlag verkauft, also abgegeben, das ne? Verkauft ja nicht. Da können wir Energie erzeugen und somit Geld verdienen. Und die Gärreste halt hier wieder aufbringen als Dünger. Und dann brauchen wir Fahrzeuge, kein Thema. Aber wir können die Milch halt, die Gülle halt auch da verwerten. Ne? Müssen wir dann nicht unnötigerweise verschenken. Das mal zu Ende. Stört er sich an der Grenze? Da ist ja links ist er zu Ende, da kommen wir nicht weiter. Bergauf macht er sich schwer, das ist längerfristig gesehen den Dolz neu kaufen. Ne? Streng C. Ist ja nicht an, ne? Oder Achse? Wetterbericht Schnee. Poh, minus 8 Grad. 9, 9, 11. Aber tagsüber plus gerade. Machen wir aus.
ist ja noch eine Beta-Phase, dieser Mod. So, wir schwenken mal hier mal links hoch, mal sehen, was das meint, wie weit wir fahren dürfen. Wenn man den, wenn es der Wald eh nicht gehört, dann sieht das so aus, ne? Dann ist das, das hat erledigt, ne? In Anführungszeichen. Den Wald abschneiden. So. Schön. Wieder runter. Das ist so. Das ist dann Quatsch. Dann können wir damit kein Geld verdienen. Ich habe mir überlegt, Umzug auf eine andere Karte, aber das soll ja zumindest eine Alpinenkarte sein. Ich habe zwar eine erst gesehen, beim Modhoster, muss aber schauen, erstmal reingucken, ne? Testen, wie es aussieht, ob wir das so ein bisschen übernehmen können. Ich möchte ja gerne meine Fahrzeuge übernehmen, das müsste ich hinkriegen. Und nach Möglichkeit, na gut, die Gebäude würde ich an dem Augenblick hier das Geld gut schreiben und die Wiesen würde ich hier verkaufen. Und da müsst ihr aber genau aufschreiben, die Gebäude, die Differenz. Ne? Oder das Geld halt, was ich jetzt beim Verkauf, oder ich lasse die Gebäude so mit ist. Ich schreibe nur auf, was die Gebäude kosten. Und dann kann ich mir das entsprechend rüberbringen. Ne? Stahl kann man ja neu bauen, das Geld muss ich nur entsprechend aufschreiben, die Summe entsprechend gut schreiben. Safe-Datei. Einmal mal gucken, was die Karte so ist, mal gucken, ob das mir persönlich zusagt, ob das noch machen könnte. Bei der Hauptbauung überlege ich auch, die 4K-Vierfachkarte zu nehmen, die es aktuell gibt. Aber muss ich erst mit Justin reden. Das muss ja auch vorbereitet werden. Also wenn er ganz eigentlich der Meinung, man sollte die Felder, die man die Aussaat gemacht hat, entsprechend dann wieder erst verkaufen. Ne? Also im Prinzip die Ernte verkaufen. Um das Geld dann entsprechend her auf der nächsten Karte zu schreiben. Aber irgendwo im Umzug muss man immer einen Kompromiss eingehen. Weil hundertprozentig, das funktioniert ja so nicht. Ne? Und halt im August die Ernte durchführen und dann halt zum, die andere Karte dann halt im August starten. Oder so. Ich weiß gar nicht, warum im August. Ich glaube schon, die Erntereife, ne? Da habe ich einfach nicht drauf geachtet. Tja, zweiten Traktor aufleihen? Ich weiß nicht. Was ist mit Geld, ne? Das kostet ja ein halbes Vermögen, also wenn wir ja zwei Hänger verkaufen, ne? Ist schwierig zu entscheiden. Geliehene Geräte kosten ja auch Geld. Da muss ich überlegen, ob das einen Sinn macht. Ne? Was wir mal machen könnten, wir könnten ja entsprechend einen passenden Traktor nehmen, der nicht so teuer ist. Ne? Ich meine, zum Ballenpressen wäre schon nicht schlecht, man hat einen großen Traktor, da hat man entsprechend bergauf keine Verluste hat, ne? Wenn man hochkommt, ne? Aber zum Glück dann behalten und wegabfahren. Vielleicht gibt es auch noch Weihnachten ein Patch. Oder vor Weihnachten die Woche. Also Weihnachten, die Feiertage werden sie auch nichts machen. Kann ich verstehen. Urlaub sei gegen die gönnt. Brauchen wir alle irgendwo, ne?
eigentlich genug PS. Normalerweise müsste der Berg gut hochkommen. Also von daher, das Mähwerk ist ja, muss ja nicht geschoben werden. Das ist ja nur, ja, muss. Ich habe es auch, glaube ich, mal repariert, glaube ich. Von daher sollte es eigentlich kein Problem darstellen, ne? Also, dass man es mähen kann. Aber hier mit 10, 9 km/h ist auf Dauer kein Zustand. Aber die andere Ballenpresse werden wir uns holen. Dann rollen die Dinger zumindest nicht weg. Hier rollt jetzt immer alles weg. Das ist extrem hügelig. Da rollen die Ballen weg. Und mit dem Sammelwagen werde ich mal testen auf einer anderen Karte. Das funktioniert. Oder ich lade mal das Ding mal neu runter. Das ist vielleicht deswegen nicht funktioniert, weil ich da was fehlerhaft ist. Das könnte ja sein. Oder ich nicht glaube. Oder der Mod ist fehlerhaft. Muss ich mal auf der Datei gucken. Nach der Aufnahme. Oder ist schlichtweg nicht zum Ballensammeln gedacht. Könnte ja auch sein, ne? Was ich eher vermuten werde. Das ist da an sich verkehrt. Beschrieben ist, dass das mal die Funktion hätte. Ballen nicht reinbringen dürfen, sondern eher hier mit Dings da, ne? Ja, schenkt. Schade, dass das Gras nicht übernimmt, das tut noch nicht, ne? Schade. Ja, drei Vorgewände haben wir jetzt. Wenn wir jetzt die dritte Bahn fertig haben, dann müssen wir hier mit Dingsmöglichkeiten, ne? Helfer arbeiten. Dann muss ich sehen, dass ich da mir einen zweiten Traktor aufleihe. Vielleicht verkaufe ich die andere Ballenpresse. Kaufe mir die andere dafür und guck mal, was kostet. Naja, die andere hat ein bisschen mehr Volumen drin. Ne? 2000 Liter mehr. Ist ja auch nicht so beschenkt, ne? Man fährt ja nicht so oft über das Feld. Ne? So, Vorgewände haben wir fast fertig. Haben wir fertig. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter. Hier. Elmland. Bis, nee, bis zum nächsten Mal. Nochmal schön Restfeiertag. Tschüss. Lasst euch den Kuchen, Weihnachtsgebäck und alles andere schmecken. Tschüss.